Hallo und herzlich willkommen auf dem IGOS Messestand. Mein Name ist Tim Schneebeck und ich zeige Ihnen heute die Top-Neuheiten aus der Offshore, der Öl- und Gas- sowie der maritimen Industrie. Den E-Loop mit einem Außendurchmesser von 300 mm haben wir ja bereits letztes Jahr vorgestellt. Neu dazugekommen dieses Jahr ist der E-Loop in einer halbschiffigen Variante. Dieser wird zum Beispiel bei statischen Anwendungen für die Leitungsverlegung am Mast einer Bohranlage eingesetzt. Bereits bekannt ist der E-Loop in einem Außendurchmesser von 300 mm und einem Innendurchmesser von 230 mm. Neu dieses Jahr ist der E-Loop in einer kleineren Größe. Das bedeutet, wir haben einen Außendurchmesser von 220 mm und einen Innendurchmesser von 150 mm. Außerdem zeigen wir dieses Jahr Designstudien, wo wir zum Beispiel Rollen wie auch Griffe am E-Loop befestigen, zum Beispiel zur einfachen Handhabung an einer Kaikante. Bereits letztes Jahr haben wir die erste IGOS-Hybridkette vorgestellt. Diese Kombination aus einer Stahl- und einer Kunststoffkette vereint die Vorteile einer hohen freitragenden Länge sowie eines geringen Gewichts durch die Kunststoffteile. Zudem können wir die altbewährte IGOS-Innenaufteilung verwenden, die besonders leitungsschonend ist. Dieses Jahr neu haben wir zwei Größen. Die YE56 mit einer Innenhöhe von 56 mm sowie die YE108 mit einer Innenhöhe von 108 mm. Dieses Jahr neu im Portfolio sind Leitungskonfektionierungen für die Mittel- und die Hochspannungsbereiche, zum Beispiel bei Landstromversorgung. Oder auch die Leitungskonfektionierung für EX-geschützte Bereiche, zum Beispiel auf Landbohranlagen. Und das alles natürlich mit der 36 Monate Garantie von IGOS. Erneut wurden 387 Chainflex-Leitungen durch den DNVGL rezertifiziert. Mit dem DNVGL Type Approval für unsere Chainflex-Leitungen können Sie einfach und unkompliziert unsere Leitung in Ihre Marine- oder Offshore-Anwendung integrieren. Und natürlich das Ganze mit der 36-Monate-Garantie für unsere Leitung. Neu dazugekommen in diesem Jahr ist der 3D-Druck für unsere ESD-Materialien. Im SLS-Verfahren können Sie Verschleißteile wie Zahnräder oder Gleitlagerbuchsen selber drucken oder von uns drucken lassen. Das elektrisch leitfähige Material eignet sich besonders gut für zum Beispiel Artex-Bereiche. Durch unser neues ECPR-System aus der Familie der Smart Plastics können wir jetzt positionsabhängig Kräfte kontrollieren und überwachen. Dadurch können Sie zum Beispiel auf langen Verfahrwegen ungeplante Reparaturen vermeiden. Das erhöht unter anderem die Produktlebensdauer. Durch das neue integrierte ECW06 LTE-Modem können wir jetzt noch genauer die Lebensdauer von E-Ketten auf zum Beispiel langen Verfahrwegen bestimmen. Durch das integrierte Modul entfällt jede weitere Hardware.